Wohnungspaket für 400.000 Euro zu verkaufen. Wir haben wieder mal ein paar Fix- und Flip-Objekte eingekauft und auch schon lange kein Video mehr über aktuelle Projekte gemacht. Jetzt fahren wir mal kurz zu zwei Wohnungen, die ich euch gerade zeigen kann, weil die leer stehen. Eine davon, die ist möbliert und die steht auch schon zum Verkauf. Achtung Blitzer. Und die andere wird gerade saniert. Das sind zwei verschiedene Objekte. Die eine wurde im Paket eingekauft und die andere wurde einzeln eingekauft, die sanierungsbedürftig. Jetzt fahren wir erst zu der möblierten und danach zu der Sanierung. Passend zum T-Shirt sind wir heute mit der Ringpolice unterwegs. Und wir haben so ein Racecar, da braucht man auf jeden Fall eine Rennfahrerlizenz. Ey. Herein spaziert in die gute Stube. Oh, Licht geht sogar. Wir haben erstmal den Laden auf hier. Was gut an den Kurbeln ist, da kann der Rollladengurt nicht kaputt gehen. So, welcome to Objekt 1, weil wir gehen ja gleich in zwei Objekte. Das ist jetzt die Wohnung, die ist schon möbliert. Die war vom vorherigen Eigentümer schon möbliert. Ich zeige euch mal ganz kurz das Wohnzimmer. Ist halt so Ferienwohnung gewesen, weil es ist in Bad Rappenau hier. Und Bad Rappenau ist ja so ein Kurort und viele Leute haben halt Ferienwohnungen hier gehabt. Und die waren wohl älter schon und haben gesagt, jetzt reicht's. Wir brauchen keine Ferienwohnung mehr und verkaufen die Wohnung jetzt. Die Möbel haben wir drinnen gelassen, vielleicht kann der Käufer damit was anfangen oder man kann die so vermieten, weil kommen auch viele Experts hierher oder Touris oder sonst was. Klar, es ist nicht das neueste Zeug, aber schon hochwertig und bequem. Oh, was habe ich bezahlt für die Wohnung? Das fragen immer viele Leute und ich kann da einfach schlicht und einfach nicht drauf eingehen. Bitte seht mir das nach, weil ich habe auch eine schlechte Erfahrung diesbezüglich schon mal gemacht. Und zwar ist mir dann Käufer abgesprungen, weil der Einkaufspreis und der Verkaufspreis und so weiter, das ist ein bisschen komplizierter, weil die Wohnung hier wurde mit einem Paket gekauft, mit anderen Einheiten zusammen. Und das Thema ist, wenn ich jetzt den Kaufpreis halt, ich muss den ja selber erstmal ausrechnen, ich kenne ihn gar nicht. Wenn ich ihn kennen würde, ich kommuniziere den, das tut ja nichts zur Sache bei. Wenn ich etwas verkaufe, muss es für den Käufer ein Szenario sein, das passt. Wenn du in den Supermarkt gehst und du kaufst dir einen Müsli-Riegel oder einen Joghurt, fragst du ja auch nicht, rufst nicht einen Hersteller an und fragst ihn, was hat denn der jetzt bezahlt für die Herstellung des Riegels. Das eine hat mit dem anderen für mich nichts zu tun. Verkaufspreistechnisch kann ich sagen, dass die Wohnung hier um die 180.000 weggehen wird. 180.000 plus minus ein bisschen was, sowas in die Richtung peilen wir an. Die kann man für 700 Euro, 750, vielleicht auch 800, wenn man ein bisschen so auf die Spitze treibt, mit einer höheren Fluktuation vermieten. Ich würde eher günstiger reingehen und dann rechnet sich das für den Käufer auf allemal. Ja? Also vom Renovierungszustand hier jetzt kein Neubauniveau, aber auch kein Neubaupreis. Ja? Man muss immer Preis-Leistung in ein Verhältnis nehmen auch. Die Wohnung ist ein guter Zustand, kann sofort vermietet werden. Vielleicht für den einen oder anderen ist es ein bisschen zu altbacken, aber ich sage es immer wieder, du musst ja nicht für dich selber kaufen. Als Investment Case würde ich sagen, gute Lage, gutes Objekt, tolle Basis zum Vermieten, weil es halt auch schon ein Stück weit möbliert ist. Gehen wir mal weiter in die anderen Zimmer. So hier Empfangsbereich, schön angenehme Teppichboden wie im Hotel. Bad. Ist halt auch kein Luxusbad, keine Frage, aber zum Vermieten, Vermietungsstandard passt das schon. Weil es alles schön sauber, auch sauber, gepflegt, altersgemäß in einem sehr guten Zustand. Die Küche ist relativ neu hier, schaut so aus, als ob hier wohl noch nie gekocht worden ist. Schaut so aus, ja, dass hier noch nie gekocht worden ist und sogar eingerichtet mit Besteck und so weiter. Das gebe ich doch glatt gratis mit dazu. Hier ist das Schlafzimmer. Und voll Echtholz, Massivmöbel. Das ist auch gar nicht mehr so gang und gäbe heutzutage. Es war alt, aber gut sieht's aus. Alter, aber nee, warte mal kurz. Ist doch kein Massivholz, oder? Hälfte. Also nochmal kurz ein paar Keyfacts zur Wohnung. Verkaufspreis 180.000 plus minus ohne Maklerprovision, weil die direkt vom Eigentümer quasi von uns verkauft wird. Dann 54 Quadrat, Stellplatz, 700 bis 800 Euro Range der Miete. Man kriegt auch 800 hin,
mit dem Risiko der höheren Fluktuation, weil dann nimmt die einer, der nichts Besseres gerade gefunden hat. 700 wird einer dann zufrieden sein und hier wohnen langfristig. Das Thema ist, wenn man halt teuer vermietet, dann kriegt man immer Leute, die halt nichts Besseres gerade gefunden haben, aber die suchen weiter, weil die zu viel zahlen, das ist denen bewusst. Dann versuchen die zu kündigen und eine neue Wohnung zu finden, die billiger ist. Und wenn man ein bisschen günstiger vermietet, hat man halt langfristig seine Ruhe und muss sich um nichts kümmern. Deswegen bin ich eher der Fan von einer humanen Miete, anstatt jetzt hier zu übertreiben. Jetzt fahren wir nach Bad Wimpfen. Das ist der Nachbarort von Bad Rappenau. Das ist übrigens auch die Lidl-Deutschland-Zentrale. Ökonomisch sehr starker Standort. Und ja, ich glaube, die Beleihungswerte bei den Banken sind extrem heftig in Bad Wimpfen. Da haben wir ein Sanierungsobjekt. Das zeige ich euch jetzt mal. Zentralverriegelung. Wir sind jetzt beim nächsten Objekt. Hier wird, da wird geschafft. Also jetzt sind wir hier in der Wohnung. Hier wird gerade noch schon fleißig geschafft. Ich führe mal durch. Hier ist ein Zimmer. Was das für eins war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Arbeitszimmer oder so, Nebenzimmer. Arbeitszimmer, Wohnzimmer, drüben ist ein weiteres Zimmer, Küche, die Wohnung hier wird jetzt gerade renoviert, genau, hier kommt eine neue Küche rein, neue Fenster machen wir rein, neue Türen, teilweise neuer Boden, wo er erhalten bleiben kann, wird er abgeschliffen, Schlafzimmer kommt hier rein, hier ist dann irgendein Zimmer noch rein, hier kommt noch irgendein anderes Zimmer rein. Schon groß. 1, 2, 3, 4 Zimmerwohnungen. Gut, ey. Küche, Bad extra. Hier kommt das Bad rein. Schon angesprüht, wo welche Gerätschaften hinkommen. Waschmaschine, WC. Waschmaschine nur Kaltwasser mit Unterputz, Abfluss und Frischzulauf. Kaltwasser bei der Toilette mit einem fetten Abwasserrohr. Warm- und Kaltwasser für Waschbecken hier. Hier kommt eine Hansa-Unterbox hin. Von Krohe diese Unterputzarmaturen mit Wandauslass, weil hier kommt so ein Vorbau, wo quasi drunter die Halterungen sind für WC und Waschbecken. Hier lassen wir es hochlaufen, Glasscheibe. Die Wasseruhr versetzen wir unten hin und das Waschbecken. Neue Wasseruhr, muss man immer mit den Zählerherstellern abstimmen, bisschen nervig, aber ist halt so. Und das ist die größte Arbeit hier im Bad, hätte ich gesagt. Der Rest wird dann verputzt. Neuer Boden verlegt und genau, dann haben wir hier eine schöne Wohnung in der Nähe von der Lidl-Zentrale. Die Lage hier ist extrem gut, was Vermietbarkeit und auch Finanzierbarkeit angeht, weil hier gibt es extrem geile Beleihungswerte. Seit die Lidl-Zentrale hier ist, sind die Beleihungswerte extrem hoch. Das heißt, die Bank fordert nicht so viel Eigenkapital, wenn man gut verhandelt. Und genau, Plan ist, die Wohnung zu sanieren. Gegebenenfalls, falls sie keiner saniert kauft, wird sie vermietet und dann als Kapitalanlage verkauft oder direkt halt verkauft. Aber ich denke, hier wird so eine junge Familie einziehen mit 1, 2 Kindern. 8 Wochen brauchen wir ungefähr, bis wir saniert haben, denke ich mal. Und die ist halt ein ganz anderer Business Case als die andere, wo ich vorher gezeigt habe. Die davor war ja schon fertig, wurde im Paket gekauft. Dadurch war die günstig und kann gleich weiter veräußert werden, idealerweise mit Gewinn. Und die hier muss erst saniert werden. Das ist ein extrem hoher Aufwand. Dafür aber auch ein bisschen mehr Marge. Aber wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Zeit-Leistungs-Verhältnis rechnet, hier muss man auf jeden Fall mehr Zeit investieren, um quasi den Verkauf durchzuziehen. Bei der anderen kann man direkt weiterverkaufen, dafür aber weniger Marge. Also wir haben jetzt ab und zu mal wieder ein paar Flips gekauft, aber das ist gar kein Fokus. Aktuell, die wurden halt so nebenher mitgenommen, weil die recht günstig einfach da rumgedümpelt sind im Internet. Und dann wurde der Preis ein bisschen verhandelt und gekauft. Fokus ganz klar, zeitlicher Fokus, mein zeitlicher Fokus aus dem Plus Club. Und wenn ihr solche Videos mit den Wohnungen mehr sehen wollt, weil wir haben auch noch ein paar Bestandsobjekte, wo ab und zu mal Mieterwechsel sind, Mehrfamilienhäuser und sonst was, wo ich ab und zu mal was dazu erzählen kann, let me know in the comments below. Euch viel Erfolg beim Flippen oder was auch immer ihr macht und erfolgreiche Woche.